17 Jahre alt und ich gehe immer noch in die Schule, FMS-Kurs. Wir sind hier im Purple Park, auch in Jugi genannt von den meisten Leuten, die hier kommen. Und das ist einfach ein tolles Jugendzentrum, wo man hingehen kann und wirklich Spass hat. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Man kann hier vor allem, was so natürlich die grosse Szene ist, skaten. Es hat hier auch einen Tanzraum, wo ich selber auch öfters benutze, mit meinen Freundinnen und allein. Man kann hier auch im Hauptraum sitzen, man kann töckeln, man kann Billard spielen. Am Freitag tut man meistens zusammen kochen. Und ja, einfach zusammen Zeit verbringen, mit den Leuten reden, sie besser kennenlernen, andere Leute besser kennenlernen. Um auch sein Selbstbewusstsein ein bisschen aufbauen, würde ich auch sagen. Zum Beispiel mir persönlich hat das auch geholfen gehabt. Ich denke vielen anderen Leuten auch. Auch ein bisschen Freizeitbeschäftigung, wenn man jetzt nicht gerade daheim chillen will, sondern lieber hier ankommen will, ein bisschen etwas machen. Da hat man viele Möglichkeiten. Was ich von diesem Jugi sagen kann, da macht man wirklich sehr viel zusammen. Wie eben zum Beispiel zusammen kochen oder da hinten hat sie so eine Rampe für die Skater gehabt, wo sie auch zusammen mitgeholfen haben, wo man Spenden gesammelt hat und das zusammen aufgebaut hat. Man schaut einfach, dass es hier jedem gut geht. Man hört auf die Meinungen von anderen. Wenn es jemandem nicht gut geht, kann man darüber reden. Und ja, dem Jugi ist einfach wichtig, dass es allen gut geht, dass man sich wohlfühlt und einen Ort hat, wo man ein bisschen hin kann, wenn es vor allem einem nicht so gut geht.